Gewährleistung der verfassungsrechtlich garantierten Versammlungsfreiheit an dem hohen Stellenwert dieses Grundrechts orientiert. Neben der Verpflichtung zur Deeskalation haben die Einsatzkräfte im Sinne einer professionellen Polizeiarbeit gelassen, berechenbar und konsequent gehandelt. Punkt. Also das bedeutet, dass es dann nach wie vor eine starke Blockade gibt, so etwas wahrzunehmen, zumindest im Bereich des Innenministeriums, sodass man da aus unserer Sicht eigentlich nur die bürgerrechtlich aktiven Gruppen und auch Gruppen wie Amnesty International, die ja zumindest eine Kampagne gegen Polizeigewalt in Deutschland auch mit initiiert haben, dass man die darin unterstützen muss, dass sozusagen unabhängige Instanzen, die es ja in vielen anderen europäischen Ländern gibt, irgendwann mal eingerichtet werden müssten, die bei Delikten durch Polizeibeamte, Beamtinnen im Rahmen von Demonstrationen dann auch unabhängig ermitteln können. Die Dreistigkeit, die sich im Rahmen des offenen Kanals gezeigt hat, also das heißt, letztes Jahr der Versuch, in die laufende Berichterstattung einzugreifen, die, glaube ich, in erster Linie darauf hindeuten, dass, wenn Polizei etwas nicht möchte, ist, dass ihnen von kritischer Seite auf die Finger geguckt wird. Mhm. Und naja, die Beeinflussung des offenen Kanals in Lübeck, also das heißt eben einfach zu sagen, naja, wenn wir uns sozusagen keine willfährige Berichterstattung ausrechnen können, dann müssen wir die Berichterstattung eben selbst machen, wie ja offenkundig bei der GdP beschlossen. Das, denke ich, beweist einfach, dass es da so gewisse Empfindlichkeiten gibt, die meines Erachtens auch doch reichlich unprofessionell sind. Also ich denke zum Beispiel, die Hamburger Polizei würde sich wahrscheinlich eher nicht entblöden, einen solchen Vorstoß machen zu wollen. Ich würde dafür meine Hand nicht ins Feuer legen, bei allem, was wir hier in den letzten Jahren in Hamburg so erlebt haben. Ja, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, für die das Mögliche, weil sie gerade ein bisschen kryptisch ist, weil sie nicht vorinformiert sind. Die Polizei hat in Lübeck zwei Polizeibeamte, die die Berichterstattung im offenen Kanal in ihre eigenen Hände nehmen wollen. Dafür dann die Berichterstattung, die die Sendenden aus den letzten Jahren an den Start gebracht haben, in der Zeit erheblich eingeschränkt. Genau. Also Provinzpresse war jetzt aus meiner Sicht doch durchaus nicht gemeint als ein Begriff, der das Ganze verniedlichen sollte. Die Frage ist nur, ob nicht diese unprofessionelle Handhabung, die das Ganze eben hat, ein Stück weit etwas ist, was der Polizei durchaus auch auf die eigenen Füße fallen kann. Das wäre dann ja auch wiederum sozusagen eine Form von Öffentlichkeit, die möglicherweise unangenehmer für die Polizei wäre als die bisherige Praxis, nämlich im Grunde genommen das, was eigentlich demokratisch selbstverständlich sein sollte, eben einfach damit leben zu müssen. Okay, wir können sie stoppen. Also www.wirkönnensiestoppen in einem Wort, alles klein.de. Das ist die Webseite und dort sind eigentlich immer so die aktuellsten Informationen zusammengetragen. Für weitere Informationen auch FSK hören. Vielen Dank. Nach Lübeck. Das war also die Sicht der Initiative Wir können sie stoppen auf das erwartete Demonstrationsgeschehen in Lübeck. Statt die Chance zu nutzen, dem Polizeifunk im offenen Kanal Lübeck Bürgerfunk der Freien Radioinitiative Schleswig-Holstein entgegenzusetzen, konnten also zwei Polizisten ungestört im offenen Kanal senden. Und nicht nur das, sie hatten hörbar auch professionelle Unterstützung. Denn bei einigen seiner Nutzer hilft der offene Kanal, besonders dann, wenn das Projekt für sie einfach zu groß ist. Das dürfte wohl ganz sicher bei zwei Newcomern der Fall gewesen sein. Wie auch immer, gesendet wurde eine ganz besonders professionell gemachte Sendereihe über Menschen im Demonstrationsgeschehen von der Polizei, die im offenen Kanal Lübeck nicht gestoppt werden konnte. Mama, 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 Lu, Mama.